den perfekten Filterkaffee für zu Hause. Und die meisten haben eine Filterkaffeemaschine. Den bereite ich zu, indem ich natürlich viel Wert lege auf einen guten Kaffee und diesen Kaffee dann vor der Zubereitung erst frisch mahle. Für Filterkaffee ist es wichtig, auf die gute Wasserqualität zu achten. Und durch den BWT-Tischwasserfilter habe ich die Möglichkeit, durch den Zusatz von Magnesium diese wunderbaren Aromen, dieses Feine eines tollen Filterkaffees zu unterstützen. Im idealen Bereich liege ich zwischen 85 und maximal 95 Grad. Auf keinen Fall wirklich kochend heißes Wasser, weil der Kaffee sehr, sehr temperatursensibel reagiert. Das heißt, habe ich zu heißes Wasser, wird der Kaffee eher zu bitter. Habe ich zu kaltes Wasser, wird der Kaffee zu sauer. Wenn ich einen guten Filterkaffee zubereitet habe, dann tue ich diesem Kaffee nichts Gutes, wenn ich ihn lange auf dieser Warmhalteplatte stehen lasse. Weil das Schlimmste, was diesem Kaffee passieren kann, ist diese Wärme und Sauerstoff. Der kippt und wird richtig sauer. Nicht lange auf der Warmhalteplatte lagern, sondern sofort in eine Thermoskanne und dann genießen.